Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Jurassic World Evolution, wo die Hubschrauber gerade unsere Entons rüberbringen. In ihr neues Gehege. Eins müssen wir aber noch machen, ein Enton. Dinosaurier ausbrüten. Ja, die sehen jetzt dann alle drei gleich aus, aber mein Gott, das ist dann halt so. Oh. Oh, Moment, das wollte ich nicht. Nein, das wollte ich auch nicht. Hä? Warte. Genau, Fossilien haben wir keine, also schicken wir sie los. Ich brauche definitiv noch mehr vom Dracorex. So, sie werden platziert. Produktzustellung bestätigt. Produkt transportiert. So, das ist Enton 2. Beziehungsweise, ich nenne sie Edna. Edna ist gut. Wobei die natürlich kein Geschlecht haben. Oder alle weiblich sind. Oder wie war das? Alle sind weiblich? So, Ceratosaurus, der Trick. Oh. Ich habe ein neues Angebot, das Sie sich ansehen sollten. Was? Das kriege ich doch noch gar nicht hin. Nein. So leid es mir tut, aber das schaffe ich ja noch gar nicht. Irgendwie zeigt er ja so gar kein Interesse an den Ziegen. Vielleicht könnten wir hier auch das Wasser wegmachen und den Weg anders setzen. Dann könnte man hier auch nochmal eine Beobachtungsstation hinsetzen. Aber ob das so viel bringt, ne? Ich meine, ein bisschen was da hinten ist noch frei, aber da müssten... Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich wusste, so. Sie sind die richtige Person für den Job. Das Skippen... Natürlich hattest du recht. Weil ich bin gut und so. Verstanden. So, kommt dann auch direkt ins neue Gehege. Oh, ich hoffe, denen geht's da gut. Ja, guck mal, Wald und Dings ist ganz oben. Sie fühlen sich gut. Oh, mehr Wasser. Nahrung könnte auch noch mehr sein. Machen wir dann auch noch. Jetzt will ich warten, bis die den abgeknallt haben. Das hört sich so böse an, aber... Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. Ja, 100.000. Aber einfach, damit der dann auch schnellstmöglich im neuen Gehege landet. So, okay. Die haben sich beschwert, dass sie zu wenig Wasser haben. Ich könnte das Wasser doch noch ein bisschen größer machen dann. Huch. So, irgendwie. Hier ein bisschen begradigen. So. Und Futter wollten sie noch mehr. Muss auch definitiv. Wir haben so viele Tiere hier. So. Ja, Dracorex. Okay, jetzt gucken wir erstmal. Hä? Wasser ist weniger geworden? Nahrung ist hoch, Wasser runter. Ja, schrei mir nicht ins Ohr. Hä? Okay, Moment. Dann noch mehr Wasser. Dann machen wir da aber die Pflanzen weg. Sieht nämlich irgendwie echt dämlich aus. So. Begradigen das hier noch so ein bisschen. So, ist jetzt besser? Nö. Ja, okay. Dann hast du jetzt einfach mal knallhart Pech gehabt, so leid es mir tut. So, das andere kommt auch noch. Und hier wollte ich doch gucken. Der Dracorex.
dass immer erst die Geräusche so durchlaufen. Okay, der Dracorex war ein Pachycephalosaurus, der in Nordamerika lebte. Sein Name bedeutet Drachenkönig. Also Rex heißt König, okay? Und leitet sich von der Krone ab, die auf seinem Schädel sitzt. Die einzige Spezies der Gattung ist der Dracorex hugvartia, der nach den Harry Potter Büchern von J.K. Rowling benannt wurde. What the fuck? Okay. Es wird immer wieder darüber diskutiert, ob der Dracorex und der ihm sehr ähnliche Stygimoloch nur unterschiedliche Stadien des Pachycephalosaurus sind. Einzige Spezies der Gattung ist der Dracorex hugvartia. Der nach den Harry Potter... Was? Warum? Ach so, jetzt habe ich... Warte, wir haben ja jetzt gar nicht geguckt. Bodenpflanzenfresser, okay. Okay. Familie. Pachycephalosauridae. Mein Gott, das sind immer Namen. Das ist unglaublich. Okay, gucken wir mal. Obwohl, sollen wir die noch ein bisschen... wir können den auch in zwei unterschiedlichen Farben machen. Was mir da einfällt. Nochmal kurz raus. Hier. Pam. Erfolgsrate. Das wäre ja schon mal nicht schlecht. Ich würde echt gern einen machen. Aber ich weiß noch nicht, wie uns das Aufträge technisch, wie das dann noch vorwärts geht. Und ganz ehrlich, ich glaube, das wird nichts. Neuer Auftrag. Auftrag anfordern. Als ich noch jünger war, habe ich für Gelegenheiten wie diese gebetet. Nur zu Ihrer Information. Brüten Sie in einem Hammond-Entwicklungslabor erfolgreich einen kleinen Pflanzenfresser aus? Sollen wir das... Ich nehme das jetzt einfach mal an. Hier raus. Nein, doch. Nein, doch. Oh, Mann. Ist das denn ein kleiner Pflanzenfresser? Steht nix. Ach, hier sieht man das ja auch direkt auf einen Blick. Pflanzen- und Fleischfresser. Okay. Dann gucke ich mal, ob das hier steht. Ob das ein kleiner oder ein großer ist. Ne, steht gar nichts dran, ne? Ja, ich meine, wenn wir den Auftrag damit dann nicht erfüllen, dann müssen wir den abbrechen. So leid es mir tut. So, ich will jetzt mal... Ne, erstmal machen wir einen normalen, ne? Zum Angucken. Und der kann dann auch direkt hier rüber. Zu denen. Heißt das, er muss mehr trinken, oder... Ach so, das ist der neue. Warte, den müssen wir noch benennen. Wir haben Anton und Edna. Und ich habe den Timer vergessen. Wie dämlich ich bin. Okay, dann wird das halt eine besonders lange Folge. Edward. Edward. Nee. Ernst. Ernst ist gut. So. Wir müssen den beim Trinken fotografieren. Und wahrscheinlich geht er jetzt trinken. Wetten? Nee, okay. Yay, dann gucken wir uns mal unseren... kleinen Dracorex an. Den kleinen Dingern passiert, aber sie sind nicht mehr unser Problem. Damit wäre der Auftrag erfüllt. Gut gemacht. Ja, okay.
Oh, ist der süß. Erstmal ganz vorsichtig die Umgebung bespitzeln. Oh, ich mag den. Drachenkönig, der Draco Rex, klingt beängstigend, ist aber nur ein Pflanzenfresser. Sollten die mal wieder die Welt beherrschen, verraten Sie denen bitte nicht, dass ich das gesagt habe. Ich brauche die freie Ich hätte jetzt so gern einen Screenshot von dem gemacht, wie er rennt. Ich warte jetzt einfach mal. Vielleicht läuft er gleich nochmal. Oh, ist der toll. Oh, der hat ein echt schönes Muster hier. Sieht echt gut aus. Ich bin gespannt, wie der andere dann aussieht, wenn wir den dann noch ausbrüten. Oh, geil. So. Und flipp. Schönes Tier. So. Dann. Ach komm. Ich brüte jetzt noch den anderen aus. Aber den modifizieren wir einfach, weil ich die unterschiedlichen Farben von denen gerne sehen will. Und dann lassen wir beide zusammen umziehen, ne? Ich hoffe, das funktioniert. Ah, oh, dieses Spiel ist so toll. Die Dinos sehen einfach so gut aus. Also ich meine, guck dir das an, dieses Getigerte. Das sieht so geil aus. So gut einfach. Ja, aber Bloody braucht dringend noch einen Kollegen. Ich fahre jetzt mal hin. Wir füllen das Futter. Gott, dieses Auto ist so laut. Vorräte aufgefüllt. Aber der trinkt ja gar nicht. Oh, ich hatte gehofft, dass er trinkt. Ich glaube, ich muss den Auftrag canceln. Fotos machen ist irgendwie echt doof. So, den lassen wir frei. Und den, das gucke ich mir jetzt noch an, weil ich das, die Farbe sehen will. Hallo. Hallo, du kleiner Schatz, na? Ja, das war jetzt doof. Weil ich dachte mir, ah, das Geschrei will ich mir nicht schon wieder anhören. Oh, der sieht auch gut aus, aber sehr ähnlich wie der andere, ne? Schnüff, schnüff. Na, was ist da los? Ah, jetzt. Die begucken sich jetzt. Oh, schön. Okay, dann können sie ja eigentlich umziehen. Pam, pam. So. Oh. Dieser neue Auftrag wurde praktisch für eine Person mit ihren Talenten gemacht. Ja, gut, können wir machen. Dann schicken wir die einfach nochmal dahin, wo der Draco Rex war. Und dann wird sich das schon ergeben. Oh, das ist cool. Aber eigentlich braucht unser Meloni, also die Meloni, das ist definitiv, bräuchte eigentlich auch noch einen Partner, ne? Gucken wir mal, warte mal. Hier, R, Informationen. Hier war doch irgendwo was von soziale Gruppe 0 bis 20. Idealer Bestand 0 bis 25. Was?
Also entweder keine oder alles über null. Okay. Dann braucht der dringend noch welche. Okay, ich würde gern mal hier die Finanzen gucken. Oder so ein bisschen, was ist denn mit unseren Gästen? Oder ist das nicht hier? Ruf. Okay, hier kann man sehen, was man für Dinos noch freischaltet. Härte der Zähne. Okay, so ganz bin ich da jetzt noch nicht im Bilde. Aber das wird schon irgendwie... Wir könnten eventuell nochmal gucken, ob wir noch einen Auftrag kriegen. Einer, der nicht was mit Fotos zu tun hat. Ich weiß, dass Sie damit Erfahrung haben, also sollte dieser Auftrag Ihrer Kragenweite entsprechen. 1000 pro Minute. Okay. Ja, versuchen wir. Oh Gott. Jetzt ist die Frage, sollen wir hier ein Hotel hinzimmern oder... Oder eher nicht. Oh, oh. Schauen wir mal, wie teuer das ist, ne? 750.000. Ja, sollte passen. Mache ich jetzt einfach mal. Ja, so. Dann ist hier die Aussichtsplattform, ja, die geht dann auch noch hier mit. Sie haben den Auftrag gut erfüllt. Ja, will ich doch aber meinen. Ne? So. Genau, das extrahieren wir auch alles noch. Kann nicht schaden. So, da hinten das Gehege ist frei. Fuck. Ich habe die jetzt total vergessen zu transportieren. Das müssen wir ganz schnell, ganz schnell machen. Unterwegs, um Produkt abzuholen. Hole Produkt ab. Oh Gott. Die wachen ja schon fast wieder auf, ey. Die armen Tierchen. Okay, dann... Glaube ich, mache ich noch einen Ceratosaurus. Und den Auftrag mit... Wo ist das Vögelchen? Ja, das... Mache ich weg. Das kriege ich nicht hin. So leid es mir tut. Ich hätte das echt gerne gemacht, aber... Keine Ahnung, ich habe... Es ist jetzt einfach so, auch so Let's Play-technisch, sage ich mal, nicht möglich, dass ich einfach mal eine halbe Stunde in diesem blöden Fahrzeug warte, bis... Ne? Unterstation. Produkttransport im Gange. Wo denn? Hier. Okay. Bestätige Nachschubanfrage für Futterstation. Oh, die müssen auch aufgefüllt werden. Die müssen auch aufgefüllt werden. Vor allem, warum? Wir hätten gar keinen Fleischfresser hier. Aber hey. Bestätige Aufgabe. Ja, gut. Dann, den. Vielleicht kriegen wir den jetzt auch in einer, ja, in einer anderen Farbe. Cool. Das war, oh, direkt so viel teurer. Aber okay, das machen wir. Geht ja auch um Dinosauriervielfalt, ne? Das ist ja auch wichtig.
Und die beiden brauchen noch einen Namen. Und ich glaube, ich mache das einfach ganz simpel. Das sind Patschis. Ich nenne sie Peter und Petra. So, das hier. Ah ne, es sind ja Draco. Okay, dann nenne ich sie Daniel und Daniela. Ne, das ist doof. Ne, Dieter und... Dieter? Und... Ja, mir fallen irgendwie nur Gisela und Gudrun ein. D. Dotti. So, was ist er so aufgeregt? Alles okay, oder? Oh oh, Krankheit. Ernst ist krank. Bestätigt. So, dann machen wir das. Und das können sie dann auch noch auffüllen. Oh Mann, das war jetzt doof. Wait, 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 wait. Kann ich das abbrechen? Müll. Müll. Aufgabe hinzufügen. Erstmal das. Und dann das. Sonst ist das ja... Geht ja nicht. Können wir so nicht machen. Okay. Jetzt haben wir hier ein Hotel. Ist das gut? Weiß man nicht. Das sollte man wahrscheinlich in einem Gehege einbauen. Wie sieht es mit dem Strom aus? Sollte eigentlich noch alles laufen, ne? Hier würde ich vielleicht gerne noch ein Geschäft hinsetzen, aber... Ja, wir haben ja keine neuen Geschäfte. Was könnten wir hier noch machen? Halt. Okay, Gewinn pro Minute. Haben wir schon mal ein bisschen erhöht, das ist gut. Und vielleicht noch einen neuen Auftrag. Nehmen wir wieder den. Halten wir uns nicht mit den Details auf. Im Großen und Ganzen ist das ein solider Auftrag. Das können wir machen eigentlich. Aber für... Ja, gut. Dann schicken wir die, nämlich um 50% zu erhalten, hierhin. Dann kriegen wir nochmal einen neuen Dino. Haben wir schon? Nee, läuft noch. Okay. Okay. Oh, ich mag das total gern hier auf die Küste. Schade, dass man nicht noch mehr sehen kann. Ich würde so gern mehr sehen. Und hier, das alles können wir auch noch bebauen. Okay. Der Dino ist geheilt. Dem geht's gut. Wir brauchen keine Panik haben. Jetzt sehe ich gerade, ich brauche den Timer eigentlich gar nicht stellen. Da unten bei OBS steht, wie lange die Aufnahme schon läuft. Ich, voll Depp. Mein armes Handy, ey. Akku komplett leer gesaugt. Ja gut. Also die Ranger sind echt eigenartig, dass sie immer durchs Wasser fahren. Den ist wahrscheinlich heiß. Okay. Was könnte man denn noch machen? Au. Aua, okay. Entschuldigung, wollte jetzt nicht so schreien. Die Beleuchtung ist auch optimal. Jetzt gucken wir mal. Boah, das sieht cool aus. Das sieht so cool aus. Mal einen Ceratosaurus. Oh oh. Auf dem Rücken befinden sich markante Stacheln und er trägt ein Horn auf dem Schädel.
Ziemlich genau das, was man nicht antreffen will, wenn man alleine unterwegs ist. Oder in einer Gruppe. Wo ist er? Er ist ausgebrochen. Er ist halt wirklich einfach ausgebrochen. Wie? Oh, ich habe die nächste Insel schon freigeschaltet. Krass. Gut, aber so weit sind wir noch nicht. Ich bin hier noch. Ja. Standort C. Allgemein bekannt als Isla Muerta. Eine neu entwickelte Insel. Der Name bedeutet grob übersetzt, und damit meine ich wirklich grob, die Insel der Toten. Passend. Irgendwie sogar humorvoll. Ach, da habe ich gar nicht zugebaut, oder was? Nee. Gibt's nicht. Oh Mann. Der hat das direkt gesehen. Ja, krass. Ja, krass. Den nennen wir Brain. The Pinky und the Brain. Bloody und Brain. Oh Mann, krass. Habe ich nicht gesehen. Ja, so kann's gehen, ne? So kann's gehen. Okay, ich würde sagen, wir machen hier tatsächlich nochmal so eine Ausguckstation. Boah. Direkt ausgebüxt. Direkt ausgebüxt. Was ein... Oh. Wer will nicht im Showbusiness sein? Mit diesem Auftrag können Sie der Unterhaltungsabteilung jedenfalls helfen. Ja, ja, ist doch klar. Machen wir alles, was ihr wollt. So. Ach, nee. Produkttransport beendet. Ja, war ja auch nur eine kleine Strecke. Ganz bewusst. Steht da einer? Ah, nee, das sind noch mehrere. Okay. Vielleicht können wir unseren Fleischfressern dann auch ein bisschen mehr Raum noch geben. So ein bisschen zumindest. So, dann... Sollen wir das Ding dann direkt hier so hin... Oh. Ja, so ist richtig. Wie machen wir denn das? Am besten machen wir so. Hätten sie zumindest ein bisschen mehr Platz, ne? Und dann können wir das Ding. Das steht so dann aber irgendwie doof, ne? Ich meine, die Hälfte davon. So wäre das gut. Dann machen wir das aber auch genau so. Und dann kriegen die hier unsere Süßen. Kriegen den Abschnitt. Dann auch noch dazu. So, jetzt erstmal kontrollieren. Ist auch alles sicher zu. Okay. Ich habe gehört, dass sich unsere Finanzen in die richtige Richtung bewegen. Vergessen Sie nur nicht, etwas davon für die Sicherheit auszugeben. Ja, das kommt doch noch. Ja, das kommt alles noch.
Kein Stress machen. Bitte. Nee. Ist nicht so schön, ne? Warte, das können wir so nicht machen. So. So, und dann... Strom braucht das Ganze auch noch. So. Dann haben wir da auch noch so ein Ausguck-Dingen. Und unsere Monster haben noch ein bisschen mehr Platz. So, komm. So, ich denke, so kann man das machen, ne? Die kriegen das Wasser gleich wieder. Ich mache jetzt nur so ein bisschen... Ja gut, das klappt gut mit dem Begradigen hier. Das klappt super. So. So, das war's jetzt erstmal wieder. Gewinn pro Minute. Okay, läuft super. Wir könnten uns gar nicht beschweren. Und... Ja, wie immer vielen Dank fürs Zuschauen. Oh, die Musik ist schön. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tudelu.